wir haben Stücke aufgenommen, die man nicht jeden Tag hört von Trompetern. Ich suche halt einfach die Stücke, die jetzt nicht schon tot gespielt sind. Und es ist fürs Publikum auch interessant, wenn es irgendwie neue Sachen gibt. Ich habe sie mit Angelin, also mit meinem Duo-Partner gemacht. Mit dem habe ich, also seit dem ARD-Wettbewerb spielen wir eigentlich alles gemeinsam. Und wir sind halt voll eingespielt und wir studieren beide auf derselben Uni. Das heißt, wir können fast jeden Tag miteinander proben, wenn wir das wollen. Und das ist halt, da musiziert man ganz anders, wenn man sich so gut kennt. Das funktioniert einfach, weil wir dasselbe musikalische Verständnis haben. Und ja, das macht halt voll viel Spaß dann auch. Man muss nur ein bisschen suchen und dann findet man oft so kleine Diamanten, wie im von Clea, das Konzert zum Beispiel. Ich mag zeitgenössische Musik total und auch, also von Romantik weggehend jetzt. So gerade so die St. Claude, diese Zeit 1945, das mag ich total. Und ich glaube, das liegt mir auch ganz gut und es wird auch nicht so oft gespielt. Also ich habe eigentlich alle CDs vom Hakan Hardenberger. Also der ist da so ein Vorreiter in Sachen neues Repertoire für die Trompete finden. Und also der war immer schon mein Vorbild. Und dann Reinhold Friedrich natürlich, der war auch kurze Zeit mein Lehrer. Und der ist einfach ein Riesenmotivator und so. Der hat so eine riesen musikalische Persönlichkeit. Und dann Gábor Csáky, also der hat, der ist vom Klang her auch so mein Vorbild und den kenne ich auch recht gut. Beim Klavier haben wir jetzt auch von Alfred de St. Claude die Incantation Traîne Danse aufgenommen und dann von Sergei Vasilenko das Konzert Poem und von Reinhold Glier das Konzert. Und dann haben wir noch von Arthur Honegger die Intrada aufgenommen und von Heinrich Suttermeister die Gavotte du Concert. Und ich denke, es ist eine gute Mischung aus allem fast dabei. Also es wird nicht fad beim Zuhören. Hoffe ich.